Moin Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Formel 1 2017. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und viel Spaß. Hi, ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, sie wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Ach, sehr schön. Die Upgrades haben gepasst. Ich hatte nämlich in dem letzten Rennwochenende zweimal ein Upgrade in die Strapazierfähigkeit gesteckt. Einmal für Getriebe und einmal für den Motor. Für das Getriebe hat's gebracht. 22,5% Verbesserung. Für den Verbrennungsmotor hat's auch geklappt. Sehr nice. Dadurch halten die beiden Komponenten länger. Und das ist für uns sehr, sehr gut. Und wir bekommen einen Sponsorenbonus von über 750 Ressourcenpunkte. Auch nicht schlecht, Leute. Sehr schön. Und wir starten heute wirklich mit dem Rennwochenende in Japan. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal auf den F&E-Baum. Die beiden Sachen habe ich gerade geupgradet. Und dann würde ich eventuell nochmal in... ich weiß nicht. Soll man so vielleicht sogar schon mal sparen auf das hier hinten? Das kostet 2000 Ressourcenpunkte und bringt einen immensen Vorteil. Wenn man mal da unten auf den Balken guckt, auf den roten, der die Verbesserung anzeigt, dann sind wir fast auf dem Niveau von Williams, vom Antrieb her. Das wäre schon richtig nice. Das würde uns einen gewaltigen Schub nach vorne geben. Das dauert allerdings 6 Wochen und eventuell bekommt das dann erst in der nächsten Saison, in Saison 3, das Upgrade, aber das wäre vielleicht schon mal ganz cool, wenn wir das langsam starten würden. Ich überlege nochmal, aber vielleicht machen wir das dann erstmal. Aber ich würde sagen, wir starten heute mit dem Training und beginnen mit T1 in Japan. So, und da sind wir auch schon. Also, wir haben ein paar neue Teile für diese Session montiert. Hoffentlich erhöhen sie die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. Nee, die Teile halten nur länger, mein Freund. Ich mache erstmal höhere Spitzengeschwindigkeit und dann schauen wir erstmal, wie wir damit auf der Strecke klarkommen. Wir fahren ja hier in Suzuka und ich würde sagen, wir starten wie immer mit dem Reifenmanagement und zum Glück ist es trocken. Also können wir direkt loslegen und ich fahre erstmal wie immer manuell raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss sagen, ich habe mich direkt wieder dran gewöhnt an die Strecke, die ich finde hier einfach mega geil. Man muss hier in sehr wenigen Kurven nur abbremsen und man kann viel durchrollen. Das gefällt mir sehr gut. Das war jetzt gerade nicht so geil, aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Rennwochenende hier in Japan. Ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Mal die Komponenten austauschen müssen, denn die sind alle ziemlich hinüber und der Motor und so weiter, der Turbolader, das Getriebe muss ausgetauscht werden und da werden wir wieder viele Strafen bekommen. Wahrscheinlich können wir dann vom letzten Platz aus starten, denn 4-5 Teile muss ich austauschen. Und das summiert sich dann auf mindestens 20 Plätze. Deshalb gehe ich mal von aus, dass das Qualifying dann irrelevant ist. Aber das können wir trotzdem mitnehmen im Prinzip. Nur halt, um unsere Fahrerleistung zu verbessern, sage ich mal. Das war gerade richtig schlecht gefahren. Irgendwie habe ich Probleme mit dem Abtrieb. Ich habe keine Ahnung. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, Leute. Vom Reifenmanagement her war es gut, aber von der Zeit her war es nicht gut. Mal gucken, wie es läuft in der zweiten Runde. Erhöhen wir das Tempo. Unsere Reifendaten sind nutzlos, wenn wir keine repräsentative Geschwindigkeit haben. Da hast du recht. Wenn wir unser Delta nicht in den grünen Bereich kriegen, müssen wir das Programm wiederholen. Nein. Wieder blöd gestartet in die Runde. Aber jetzt sieht es schon mal ein bisschen besser aus. Wir sind im positiven Delta und das Reifenmanagement ist auch in Ordnung. Ja, muss glaube ich schon fast überlegen, hier schon im Training die Teile auszutauschen, denn es wird glaube ich sogar schwer, die Sachen abzuschließen, aber mal sehen, erstmal weiter, das Reifenmanagement müssten wir jetzt geschafft haben eigentlich, wenn wir jetzt keinen groben Fehler reinhauen, müsste das eigentlich geklappt haben jetzt, aber die Strecke ist sehr cool, das macht riesig Spaß hier zu fahren. Dann mit einem funktionierenden Auto würde das noch mehr Spaß machen. Aber gut. Das war sogar fast knapp noch mit der Zeit. Wir sind nur 1/10 drüber. Ja. Dann fahren wir erstmal in die Box zurück. Und da sind wir auch schon. Und wir starten direkt mit dem Benzinsparen.
Wir müssen anscheinend auf Intermediates fahren, das ist ja blöd. Dann fahren wir lieber mal Streckenakklimatisierung. Mal gucken, ob das was wird mit der Streckenakklimatisierung im Regen. Bin ich mal gespannt. Aber mit dem Benzinsparen können wir das direkt vergessen. Ja. Jo. Geiler Anfang. Ich glaube, das wird nichts. Aber wir fahren erstmal weiter. Vielleicht können wir uns ja dran gewöhnen. Das war auf jeden Fall kein guter Start. Aber jetzt so die nächsten Kurven waren nicht schlecht. Eigentlich. Man muss verdammt langsam fahren. Das nervt irgendwie. Oh. Ich komme irgendwie nicht zurück. Nicht auf die Idealspur komme ich, wenn ich einmal raus bin. Kannst du lenken, wie du willst, du kommst einfach nicht zurück. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in Runde 2. War ja eigentlich klar, dass der Regen uns wieder auf den Sack gehen muss, aber vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Nee, überhaupt nicht. Ja, und wieder. Jo, ich habe keinen Bock. Tschüss. Okay, wir sind jetzt in Training 3. Ich habe das mal geskippt. Ich hatte nämlich keinen Bock mehr, in dem Regen weiterzufahren. Deshalb fahren wir jetzt erstmal hier in Training 3 weiter. Wir schaffen das wohl noch in Training 3, denke ich mal. Und wir machen weiter mit dem Benzinsparen. Und jetzt wieder Lift and Coasten. Also, das kriegen wir schon hin. Ich habe erstmal komplett das DRS ignoriert. Das war nicht so geil. So, hier kann ich schön durchrollen. Das ist, glaube ich, ganz gut fürs Benzinmanagement. Das war kein schlechter Start, aber von der Zeit her war es nicht gut. Ja, was mache ich hier? So, das ist schon mal besser, ein bisschen besser. Jawohl. Wir sind schon fast im lilanen Bereich angekommen und das nur noch nach dem ersten Sektor. Nicht schlecht auf jeden Fall. Wow. Wieder viel Zeit verloren. Die Kurve muss ich echt besser üben irgendwie. Muss ich mal drauf achten in der nächsten Zeit, dass wir die besser nehmen. Sehr schön. Jetzt 15. vorne. Das sieht schon mal deutlich besser aus. Bin ich schon mal ein bisschen beruhigter. Oh nein, zu langsam. Na, geht noch. Alles gut. Das sieht gut aus, Leute. Sehr schön. Nein, was mache ich denn? Oh, Leute. Dann nehme ich erstmal ein Kilo Gras mit. Das war ja richtig grottenschlecht. Jetzt ist ja noch die Zeit. Oh, gerade mal 40.000stel drüber. Alter, war das knapp. Wir machen direkt weiter mit dem Qualifying-Tempo. Wir sind jetzt auf den Supersofts unterwegs und das ist die weiße Mischung dieses Rennwochenende. Und dann wollen wir nochmal beginnen mit dem Qualifying-Tempo. Aber was war das denn eben für ein Schluss von der Runde? Da fahre ich erstmal einen Kilometer durch das Gras und verliere da fast meinen kompletten Vorsprung. Das war richtig knapp. So, sehr schön. Nein, wieder zu früh eingelenkt. Das war besser. Viel besser durch die Kurve gekommen. Sehr schön. Ich glaube, das war gut. Das war auch sehr gut. Jawohl. 14 haben wir gut gemacht in der Kurve hier. Oder fast 14. Ja, das ist nicht schlimm. So, hier schön durchkommen. Muss hier sehr filigran bremsen in Suzuka. Außer so 2-3 Kurven, aber sonst sind das sehr leichte Kurven. Und jetzt sind wir 1,3 Sekunden vorne. Das sieht schon mal ganz gut aus. Sogar sehr gut. Diesmal noch nicht durchs Gras gefahren. Perfekt. So, die letzte Kurve haben wir auch gekriegt. Oder die letzte schwere Kurve. Und damit haben wir das, glaube ich, schon. Müsste eigentlich reichen, würde ich sagen.
Ja, hat gereicht. Perfekt. Alles klar, wir machen gleich weiter mit der Rennstrategie. So, da sind wir auch schon und wir starten mit der Rennstrategie. Ich würde das gerne wieder so machen wie in den letzten Folgen auch, dass wir die ersten zwei Runden skippen und dann nur die dritte Runde zeigen. Und dann bis gleich. Wir haben jetzt die ersten zwei Runden absolviert und jetzt startet die dritte Runde in Rennstrategie. Die ersten beiden Runden waren relativ souverän, da gab es keine Probleme von der Zeit her. Und mit der dritten Runde müsste es eigentlich auch klappen, standesgemäß. Da hatten wir ja eigentlich nie Probleme mit. Aber wir schauen mal, es kann ja immer was passieren und noch bin ich nicht so drin in der Strecke, muss ich sagen. Ich hoffe, das ändert sich dann bis zum Rennen noch ein bisschen. Auch wenn ich die Strecke sehr gerne mag, aber momentan kriege ich da noch nicht so die Ideallinie hin. Warum auch immer. Aber das sehen wir ja dann in den nächsten beiden Folgen. Okay, aktuell knapp 18. vorne. Das ist in Ordnung. Das ist aber auch kein Weltwunder. So, hier gut drumherum gekommen. Sehr schön. Das war sehr gut. Dann hinten nochmal die lange, schnelle Passage. Ich weiß nicht genau, ob wir dann auf erhöhte Spitzengeschwindigkeit gehen sollten oder auf ausgewogen bleiben. Ich bin noch nicht ganz schlüssig daraus. Ja. So, fast anderthalb Sekunden vorne. Das müsste auf jeden Fall reichen. Da können wir sogar noch einen kleinen Fehler machen. Was ich aber nicht möchte. So, noch zwei Kurven. Nein, das war ein kleiner Fehler. Der hat aber kaum Zeit gekostet und das hat man geschafft. Sehr schön, da fehlt nur noch die Streckenakklimatisierung. Da fahren wir nochmal kurz in die Box und schauen dann mal, wie das hier läuft. Man sieht hier gerade, ich habe die vier Sachen auf perfekt geschafft. Es fehlt nur noch die Streckenakklimatisierung. Die hatte ich schon gut geschafft, weil ich die eben im Regen gemacht habe. In T1, nicht in T2. Und ja. Autoeinstellung ist mal hier noch offscreen. Und dann brauchen wir nur noch, oder fahren wir nur noch die Streckenakklimatisierung. Und dann hätten wir das auch schon heute. Und los geht's. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob das diesmal besser klappt im Trockenen. Ja. Okay. So, schon mal besser als im Regen. Bin auch nicht perfekt, aber geht auf jeden Fall. So. Nice. Nice. Boah, ein bisschen wackelig hier gerade. Aber ich hab's hingekriegt. Jawohl. Hier gut rumkommen. Das erwischen. Okay, hier ist kein Punkt, okay. Jawohl, das war gut. Alles auf perfekt bisher. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das auch perfekt, sehr schön, nice. Läuft richtig gut bisher, alles perfekt. Keinen einzigen Fehler drin. Oh, nur gut, schade. Zweite Mal gut. Ah ne, das war das, okay. Egal, das müsste reichen so. Die letzten zwei Kurven noch hinkriegen, bitte. Oder drei, vielmehr. Ne, vier sind es ja da oben. Sieht man ja sogar. So, perfekt. Gut reingebremst. Das müsste auf jeden Fall gereicht haben. Wir haben nur einen einzigen Fehler gemacht. Super, 50 Punkte drüber. Und dann kämen wir zurück in die Box. Und dann soll es das für heute auch schon gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.